Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Anoges 160. Und zwar möchte ich euch eine Straßenbahn vorstellen. Das ist die Straßenbahn von Kato Unitram unter dem Motto MyTram Blue mit der Artikelnummer 14-805-1 in Spur N. Und es ist ein richtig schönes Modell, wie ich finde. Ich stelle euch die mal auf die Gleise. Und ich möchte auch im Anschluss hiernach auch mal eine Beleuchtung einbauen. Eine Zugschluss- und Spitzenbeleuchtung ist schon eingebaut. Aber seht selbst. Einen kleinen Moment mal eben. Ja, hier ist das gute Stück. Kartotypisch ist der Stromableber aus Kunststoff. Naja. Er fährt heute noch mit echter Oberleitung. Ist auch sehr. Naja, sie hat eine Inneneinrichtung hier. Ja, die Motoren sind absolut nicht zu sehen. Ist eine Niederflurtram, ja, Niederflureinstieg. Das heißt, ohne Stufen geht man hier in die Straßenbahn rein. Sie verfügt über keine Haftreifen, wofür auch. Aber über die Zugkraft bin ich sehr begeistert. Oh, schaut mal hier, da ist das Zahnrad hier auf der Seite. Ganz außen. Interessant gemacht. Sie verfügt über zwei Motoren in jedem Teil, wo Achsen drin sind, sind auch oder ist auch ein Motor. Und ich lasse sie mal fahren. Ja, man muss jetzt auch nur einmal den Strom anstellen. So, dann wollen wir mal. Also ich fahre analog und das ist die kleinste Geschwindigkeit, die sie fahren kann. Und da geht es noch langsamer. Nee, das ist es schon. Und die LEDs, die fangen auch ziemlich früh an schon. Kommen so in die Gegenrichtung und ich zeige euch mal, was dieser kleine Zug hier für eine Zugkraft oder Druckkraft hat. Ohne Probleme schiebt ihr hier den Güterzug weg. Also Haftreifen sind eigentlich überbewertet. Das ist ein schönes. Schöne Fahreigenschaften hat sie. Okay. Ja, die war jetzt nicht richtig drauf. Oh, dann fährt sie mal ihre Runde. Das könnte glatt eine Straßenbahn in Dresden sein. Ja, auf jeden Fall echt klasse das Teil. Ja, da möchte ich mal sehen, ob ich hier nicht eine Beleuchtung, eine Kartobeleuchtung eingebaut bekomme. So, kartotypisch ist auch immer eine Anleitung dabei, wie man eine Beleuchtung einbaut. Und zwar braucht man hier nur den Beleuchtungskörper ein bisschen modifizieren, das heißt das weiße Kunststoff abmachen, die Kontakte hier umlegen. So sieht das aus und dann irgendwie hier ins Gehäuse der Straßenbahn einbauen. Hier in den Steuerwagen kommt die Beleuchtung nach oben hin, ja, so wie es aussieht. Und ja, war es das schon? Für den Mittelwagen nichts. Lassen wir uns mal überraschen. So sieht das auch hier aus hier. Ja, das weiße Teil von der Grundplatte hier trennen.
Und damit ihr wisst, wovon hier die Rede ist, das ist diese Kartebeleuchtung. Das ist hier mal die 11212. Kommt mit so einem Tütchen daher. So, mal eben hier ein bisschen Platz machen. So, und das sind diese Beleuchtung an sich. Und hier auch die Lichtwellenleiter und so weiter, ein bisschen Zubehör. Das kennt man schon. Und dann wollen wir das mal hier mal abmachen. Ach so. Ich kann den Platz machen hier. Und die Straßenbahn kann man ziemlich leicht auseinanderziehen. Man sieht, hier ist auch schon eine Strombrücke hier. Geht hier durch. Beide Wagen sind einzeln fahrbar tatsächlich. So, jetzt muss ich das erstmal hier abmachen hier. Das Ding schon in der Hand. So sieht's aus. Und laut Zeichnung muss ich die Dinger hier umbiegen. Nicht ganz umbiegen, aber ein bisschen Spannung braucht man wohl noch hierbei. Nehmen wir auch mal einen zweiten hier. Also es ist auch kein Hexenwerk. Lassen wir den erstmal. So, als nächstes muss ich hier diese Platte hier, meine Güte, ey, was ein blöder Fokus hier, muss ich hier die Platte abnehmen, na, da geht sie schon ab, und dann, aha, da sieht man schon, da oben, hier, wie es hier so leicht durchschimmert. Die Kontakte kommen nach außen. So, soll es das gewesen sein? So, man sieht also, Licht ein bisschen richtig setzen, wie hier diese Kontakte hier gegen dieses Metall hier stoßen, und man sieht auch hier, da ist tatsächlich eine Trennung hier, das ist tatsächlich getrennt, ja. Und dann Deckel wieder drauf. So, der Dachgarten ist auch soweit wiederhergestellt am Drehgelenk, und so sieht das aus. Ah, okay, man sieht, hier ist auch ein Lichtelement hier. Das scheint dann auch wohl hier reinzustrahlen. Und dann stellen wir das mal eben auf die Bahn. Sie auch richtig hinstellen. Und da fährt sie. Licht ist auf jeden Fall drin. Und nach hinten hin wird auch Licht ausgestrahlt. Okay.
Und ich denke mal, die wird auch wohl den Mittelteil hier mit ausleuchten, das Licht. Wenn da zwei Stück von beleuchtet sind, dann macht das wohl viel aus, glaube ich. So, und dann machen wir das zweite nochmal komplett in Echtzeit. Und damit ihr seht, welches Stück schon eine Beleuchtung hat oder nicht. Hier die Rückwand ist schwarz von der Platine. Und hier ist noch nichts drin. So, dann entfernen wir mal erstmal hier das Kunststoffelement. Jetzt biegen wir mal um. So. Sollte wohl reichen. Nehmen wir das Ding hier ab. Stecken das hier rein. Gucken, dass das auch gerade drin ist, die Platte. So. Schutzkappe wieder drunter. So, jetzt ist er drin. Und das war's schon. Brauchen wir nur noch zusammen klipsen. Und fertig ist die Straßenbahn. Das war's. Jetzt kommt die nochmal auf die Gleise zum Fahren. So, ein kleiner Test. Und schon fertig. Beleuchtung ist auch sehr stabil. Kein Flackern, kein gar nichts. Naja, das Flackern, das kommt jetzt nur von der Kamera selbst. Aber cool. Sehr schön. Ja, wenn euch dieses kleine Tutorial gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und jetzt fehlt auch nur noch eine Straßenbahn auf meine Anlage, aber das soll ein späteres Kapitel sein, irgendwann in ein paar Jahren oder so, aber das ist schon mal ein Start für eine neue Leidenschaft vielleicht, der Straßenbahn auf der Anlage. Als nächstes habe ich vor... dieses Nanu-Modell eines Panthers zu beleuchten. Das ist, weiß ich nicht, wofür man den braucht. Für den Waldeinsatz vielleicht. Auf jeden Fall für eine Flughafenfeuerwehr. Das will noch beleuchtet werden. Und ja, ist ein 6x6 angetriebenes Fahrzeug. 6 Achsen hat er, 6 davon sind angetrieben. Und hier ist eine Feuerlöschkanone oben drauf. Und vorne hat er noch mal eine Feuerlöschspritze. Hier oben sind zwei Blaulichter auf dem Dach. Hier und hinten im Heck. Und mal gucken, ob ich diese auch wirklich gut in Szene setzen kann. Aber das ist ein anderes Projekt. Das ist ein bisschen, das dauert noch, bis ich das fertig habe. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten lasst mir ein Abo da. Like meinen Bericht hier und ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bis dahin und tschüss.